Hallo liebe Motorsportmagazin.com Freunde und Formel 1 Fans. Wer hätte gedacht, dass sich die Saison 2024 noch so entwickeln würde? Ich definitiv mal nicht. Jetzt haben wir Sommerpause und mit der Hitze hier haben wir auch richtig, richtig brennende Fragen gefunden. 10 Stück und da haben wir uns mal in der Redaktion umgehört, wer da so welche Meinung vertritt. Hättest du Sergio Perez rausgeworfen? Ich hätte Perez auf jeden Fall rausgeworfen, weil es ist ja jetzt nicht sein erstes Formtief dieses Jahr. Also ich hätte ihn vielleicht sogar schon am Ende letzter Saison rausgeworfen, muss ich tatsächlich sagen. Und Red Bull ist da eigentlich normalerweise gar nicht zimperlich, wie man sie so kennt. Deswegen wundert es mich, dass sie ihm jetzt nochmal eine Chance geben. Ja, gut, dass du nicht Red Bull-Teamchef bist. Ich hätte ihn auf jeden Fall mal nicht rausgeworfen. Die Leistungen ja unterirdisch, muss man so sagen. Aber was sind die Alternativen? Und die internen Alternativen würden meiner Meinung nach nur dazu führen, dass man richtige Probleme kriegt. Weil will man Tsunoda hochziehen, so richtig kommt mir der nicht bereit vor für diese Aufgabe. Außerdem ist Christian Horner kein großer Fan von ihm. Die anderen Alternativen, egal wen man da hochziehen würde, dann wäre Tsunoda stinkig, weil er ja schon gesagt hat, er hätte diese Position eigentlich verdient. Deswegen sehe ich eigentlich keine wirkliche Lösung für das Ganze, obwohl Perez underperformt. Nein, ich hätte ihn tatsächlich nicht rausgeworfen, vor allem nicht in der Sommerpause. Ich hätte ihn sehr schnell rausgeworfen in der Sommerpause, denn schlechter als Perez kann es ja auch ein Ricciardo jetzt echt nicht machen. Der wird auch Achter in dem Auto. Ich denke, er kriegt die Kurve noch und wenn er sie nicht kriegt, dann kann man ihn ja immer noch am Ende der Saison rauswerfen. Hätte ich Sergio Perez rausgeworfen? Ja, ganz ehrlich, denn inzwischen haben wir, glaube ich, alles gesehen, was wir hier sehen müssen. Und es spielt jetzt keine große Rolle, ob die anderen Alternativen besser sind. Aber man kann es zumindest mal ausprobieren. Das war jetzt natürlich die falsche Antwort, die Steini gegeben hat. Nein, ich hätte ihn nicht rausgeworfen, denn es bringt auch nichts anderes, jetzt irgendeinen anderen Fahrer zu verschleißen oder einen Daniel Ricciardo hochzuholen von nicht mehr Alpha Tauri, sondern wie auch immer sich das Team gerade schimpft. Der ist auch nicht wirklich viel besser und dann haben wir das Gleiche in Grün. Das war ein Ausschnitt aus einem unserer längeren Talk-Videos, wo wir mehrere spannende Themen aus der Welt der Formel 1 und des Motorsport diskutiert haben. Und ihr könnt noch mehr davon haben, denn die anderen Themen gibt es auf unserem Hauptkanal Motorsport Magazin oder auf unserem MSM Talk-Kanal. Abonniert beide Kanäle, abonniert diesen Clips-Kanal und verpasst nie mehr etwas. Glocke aktivieren und viel Spaß dabei!